Hallo, ich heiße euch wieder mal herzlich willkommen bei Grafzocke. Mein nächstes Forza Horizon 2 Video steht an mit dem Mazda MX-5 von 2013. Ich befinde mich hier in der Tuning-Werkstatt. Und zwar, wer das Tuning-Video gesehen hat von meinem MX-5, der wird festgestellt haben, der Wagen war, betone ich, S1, Stufe S1. Wir hatten einen Motorumbau gemacht, hatten noch ein paar andere Sachen verändert und ich hatte gesagt, so der Wagen ist final und dann fahren wir damit rennen. Ich habe den Wagen eingestellt, beziehungsweise habe es versucht, den Wagen einzustellen und habe einfach gemerkt, dass der wirklich viel zu viel Leistung hat. Und darum habe ich einfach Hand angelegt. Ich habe jetzt quasi nicht so viel mehr verändert, sondern einfach nur ein paar kleine Sachen noch geändert. Einfach, damit sich der Wagen besser fahren lässt. Und jetzt ist er Stufe S2 und gut ist, das ist die höchste Stufe. Ich denke, da werden wir Spaß haben. Und will euch das natürlich aber nicht vorenthalten, werde euch jetzt alles zeigen, was ich eingebaut habe und verändert habe. Ich zeige euch einfach alles nochmal an Tuning-Sachen und fahren danach dann direkt Rennen mit dem Wagen. Also, das ist geblieben. Der Motorwechsel. Immer noch der 2,6 Liter. Das war's. Wankelmotor, genau. Wankelmotor von Mazda. Dann habe ich eingebaut einen Allradantrieb. Das war nämlich der Knackpunkt an der ganzen Sache, weil der Wagen auf Heckantrieb war. Die ganze brachiale Gewalt auf der Hinterachse, das war nicht handelbar. Das war einfach nicht handelbar. Und hier sieht man auch direkt schön die Werte vom Wagen. Geschwindigkeit okay, Handling okay, Beschleunigung voll und Starten auch voll. Also der geht jetzt wirklich ab wie eine Rakete. Der hört sich an wie ein Formel-1-Auto und der geht richtig böse los. Werden wir dann nachher gleich sehen. Genau, das war hier die Umbaumaßnahmen. Spoiler habe ich nichts gemacht. Reifen, da haben wir auch eine Veränderung drin und zwar die Reifenmischung. Habe ich jetzt die Rennreifen drauf, einfach um mehr Grip zu kriegen, einfach um der Sache ein bisschen mehr Halt zu bringen, damit die ganze Kraft auch auf die Straße kommt. Bei den Vorderrädern habe ich jetzt auch die größere Verbreiterung drin und bei den Hinterrädern müsste ich, glaube ich, vorher auch schon die großen Reifen drin gehabt haben, also die große Verbreiterung. Dann Felgen sind auch geblieben, waren glaube ich hier und dann irgendwo sind sie. Die Momo-Felgen waren das. Waren die so weit hinten? Nee, waren sie nicht. Gucken wir mal, dass wir es gleich finden. Da sind sie doch. Genau. Montiert steht da. Die sind drauf. Passt. Genau, das waren die Reifen und Felgen. Hier im Antriebsstrang ist jetzt auch neu, weil ich ja quasi einen Allradantrieb eingebaut habe. Da ist ja der Antriebsstrang wieder komplett neu. Darum hier Kupplung voll, Getriebe voll. Hier habe ich nichts drin gemacht. Nee, das ist auch Quatsch, weil das bringt nicht mehr so viel, die 5 Kilo. Da können wir auch drauf pfeifen bei der Kraft. Entschuldigt. Hier, genau, das Renndifferenzial habe ich natürlich auch wieder reingepackt. Um den Wagen nachher einzustellen. Das werde ich euch dann auch noch zeigen, wie ich den Wagen jetzt eingestellt habe. Dazu wieder Rennbremsen voll drin, Federung voll drin, die Stabilisatoren hinten und vorne voll drin. All die Teile, die hier verbaut sind, dienen eigentlich mehr oder weniger nur dazu, den Wagen einzustellen. Die Rennbremsen, logisch, die packen ein bisschen mehr zu und die dienen aber auch dem Einstellen. Also wenn man die normalen Bremsen drin hat, kann man da, glaube ich, nichts an den Werten verändern, aber wenn die Rennbremsen drin sind, kannst du einstellen, mit wie viel Prozent Leistung gebremst werden soll und wo die Bremsenergie mehr sein soll. Vorne auf der Vorderachse oder hinten auf der Hinterachse. So, dann haben wir hinten noch drin das ist die Gewichtsreduzierung, genau, die ist auch voll drin. Jo, und im Motor gibt es ja nicht viel, da haben wir einfach nur den größeren Luftmengenbegrenzer drin. Er lässt quasi ein bisschen mehr Luft zum Motor, dass er einfach schneller drehen kann. So, und das war's dann auch schon. Gehen wir doch gleich mal. Na, da wollte ich nicht hin. Nein. Ach, hier ist es, genau, X. So. Und zwar habe ich hier den Luftdruck auf 1,9 Bar heruntergedreht. Das ist ein bisschen blöd gemacht bei Forza, weil da fehlt quasi noch eine zweite Stelle nach dem Komma. Ich zähle mal die Klicks. Also ich bin auf 2,0 direkt runter. Müsst ihr halt ein bisschen, wenn ihr das nachtunen wollt, meine ich, ein bisschen sanft
klicken und irgendwann springt die 2.0 auf die 1.9 über und in dem Übergang dann noch 4 Klicks nach links und dann seid ihr genau auf dem gleichen Wert wie ich hier und hier unten sind es dann 6 Klicks nach links. So. Und der Luftdruck im Übrigen sorgt einfach dadurch, wenn der ein bisschen weniger ist, dass die Reifen, wie soll ich sagen, nicht so hart sind und nicht so schnell das Rutschen anfangen. Dann haben die insgesamt mehr Grip. So, hier das Übersetzungsverhältnis habe ich nur minimal verändert. Einfach den Beschleunigungswert noch ein bisschen höher gesetzt, dass der Wagen noch ein bisschen mehr Anzug hat. Hier habe ich auch nicht so viel verändert. Also den Radsturz vorn und hinten habe ich zum Beispiel gar nicht verändert. Das ist im Endeffekt nur, wie der Reifen geneigt ist im Geradeausfahrt. Weil der Wagen, wenn man in die Kurve fährt, neigt sich ja nach links in der Rechtskurve und nach rechts in der Linkskurve. Und der Radsturz soll quasi das ausgleichen. Heißt, wenn der jetzt negativ eingestellt ist, wird der zu einem positiven Wert in der Kurve. Dass quasi der Wagen in der Kurve auf einem Plan, auf einem ebenen Reifen steht und dass der Reifen dadurch eben seinen Grip nicht verliert. So, die Spur vorne und hinten ist quasi, wie die Reifen zueinander stehen. Ich habe das jetzt negativ eingestellt. Das ermöglicht einfach das, dass der Reifen vorne oder dass die Reifen vorne leichter in die Kurve einfahren quasi. Also das ist beim Fahren einfach das Gefühl, dass der Wagen direkt da in die Kurve reingeht. Und hinten habe ich das Ganze positiv gestellt, einfach den Nachlauf. Das ist quasi genau das Gegenteil so gestellt. Auch, dass der Wagen, wie soll ich sagen, den Hintern ein bisschen mehr in die Kurve mit reindreht. Das lässt sich alles ein bisschen schwer erklären. Aber wenn man es mal ausprobiert und selber fährt, dann wird man es, denke ich, merken. Der Nachlauf, das ist ganz einfach, ist einfach quasi der Wert, der dafür sorgt, wie schnell dein Reifen quasi auf Nullstellung zurückgeht beim Lenken. Also wenn man lenkt, dann stellt sich ja der Reifen immer leicht schräg auf. Wer ein eigenes Auto hat, dann wird das vielleicht kennen. Und wenn man dann mit einem normalen Fahrer das Lenkrad loslässt, stellt er sich das ja immer automatisch zurück. So lange, bis er wirklich wieder geradeaus fährt. Und das ist quasi der Nachlauf. Und je höher man diesen Nachlauf einstellt, desto schneller kommt das wieder zurück auf den Nullwert. Die Einstellung hier ist eigentlich, denke ich, eher, ja, Geschmackssache. Einige lenken vielleicht lieber gegen, andere lassen das lieber automatisch passieren. Deshalb ist der Wert hier ein bisschen höher, weil ich auch derjenige bin, der sagt, okay, wenn ich jetzt die Kurve fertig gefahren habe und auf den Stick auf Nullstellung zurückstelle quasi, sollen die Reifen recht schnell wieder zurückkommen. So, bei den Stabilisatoren, die sorgen im Endeffekt auch wieder nur für Grip, vorne habe ich die etwas härter gemacht, hinten etwas weicher. Hängt einfach damit zusammen, dass der Wagen in der Kurve vorne schön stabil bleibt und auf seinen Reifen bleibt und dass er hinten quasi ein bisschen mehr einfedert. Weil wenn er nicht so viel einfedert, nicht so viel nachgibt, fangen die Reifen hinten eher das Rutschen an. Vorne sollen sie ja quasi führen, die sollen auch ihren Grip nicht verlieren, ist ganz klar. Aber vorne ist halt, wie soll ich sagen, nicht so schlimm wie hinten. Weil hinten weniger Gewicht auf der Achse liegt, weil ja der Motor vorne verbaut ist. Und dadurch ist es hinten immer schlimmer mit dem Rutschen. Deswegen ist es ein bisschen weicher eingestellt, damit die Energie quasi in die Federn reingeht und nicht ins Rutschen gerät, der ganze Wagen. Bei den Federn haben wir nämlich genau das Gleiche. Die sind auch hinten etwas weicher eingestellt, vorne etwas härter. Ja, genau. Und darunter haben wir einfach die Fahrhöhe. Also 12 cm Bodenfreiheit vorne und 12,13 cm hinten. Und bei der Dämpfung ist es ganz genauso. Da haben wir vorne eine weichere Einstellung als hinten. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Tatsächlich. Ja, hier habe ich es vertauscht. Mir fällt es gerade so auf. Vorne gehört es weicher und hinten gehört es härter. Genau. Ich stelle mal das auf 24 und das hier stelle mal auf 28. So. Machen wir es so. Okay, gut. Haben wir das auch behoben? So, hier waren wir stehen geblieben. Genau.
Vorne wieder weicher, hinten wieder härter. Das sind quasi die Stoßdämpfer, die man hier separat noch einstellen kann. Ist genau das gleiche Spiel wie den Stabilisatoren und wie bei der Federung. Du kannst quasi immer jeden einzelnen Komponenten, der bei der Federung dafür verantwortlich ist, den Grip zu behalten, kannst du separat einstellen. Und das hier unten ist quasi die Druckstufenhärte, das besagt, wie schnell der Zylinder, der Federzylinder, wie schnell der einfährt und wie schnell er wieder aus sich herauskommt, also wie schnell er wieder auffährt. Und das sind Werte, die setze ich immer relativ weit runter. Die sind, wie soll ich sagen, standardmäßig etwas höher eingestellt. Das ist einfach Fahrgefühl. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Dem einen gefällt es so mehr, dem anderen wieder anders. Ich mag es so, wenn man merkt einfach, dass der Wagen sanft aus der Kurve rauskommt. Ja, also der ist immer noch so im Begriff, so der Wagen gibt dir quasi das Gefühl zurück, bist du sicher, dass die Kurve zu Ende ist? Und erst nach einer gewissen, keine Ahnung, nach einer Sekunde sagt er, okay, gut, passt, Kurve vorbei, wir fahren wieder geradeaus. Und das sind so ganz kleine, feine Sachen. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Aerodynamik haben wir nichts, weil ich keine Spoiler verbaut habe vorne, weder hinten. Nur so als kleine Info, falls ihr da was machen wollt. Entschuldigt den Huster. Falls ihr hier was machen wollt, ihr könnt hier quasi entweder auf Geschwindigkeit oder auf nochmal Grip trimmen. Dafür müsst ihr aber unbedingt vorne und hinten die Forza-Spoiler verbauen. Ansonsten kann man hier nichts einstellen. So, auf Bremse habe ich die Verteilung weiter auf die Vorderachse gelegt. Ja, das ist auch wieder Geschmackssache. Da kann man nicht jetzt sagen, ich mag so, ich mag so. Es ist einfach eine Sache, wie es sich anfühlt. Ja? Also das hier unten, das empfehle ich wirklich jedem. Das ist einfach der. Entschuldigt, aber so viel reden macht den Hals trocken. Das hier unten, da stellt man quasi einfach nur die Kraft ein, mit wie viel Kraft wir denn bremsen. Und hier hinten, das ist das Differential, das ist sehr wichtig. Denn hier stellen wir dann tatsächlich ein, wie die unterschiedlichen Reifen, die einzelnen Reifen, wie soll ich sagen, wie die Geschwindigkeitsveränderung an den einzelnen Reifen, wie viel prozentual, wie viel die sein darf. Ja, also das ist das Differential bestimmt, wie schnell oder wie langsam sich ein anderer Reifen drehen darf. Ja, also wenn der eine Reifen, sagen wir mal jetzt, 22 km/h schnell ist, darf der andere Reifen nur maximal 25% schneller oder lang, ja, 25% schneller sein. Jetzt in dem Fall bei Beschleunigung. Wenn er über diese 25% gibt, sperrt das Differential ab und bremst diesen Reifen ab. Das hängt einfach damit zusammen, dass der Wagen wieder in den Kurven stabil bleibt. Auch diese Werte muss man sich einfach ausprobieren. Also auf der Vorderachse habe ich generell weniger. Der Wagen ist jetzt wie gesagt Allrad, deswegen haben wir hier Vorder-, Hinterachse und in der Mitte die Verteilung. Da der Wagen, wie gesagt, den Motor vorne hat, ist das meiste Gewicht vorne. Heißt, er hat vorne den größten Druck, deshalb bricht er vorne nicht so schnell aus. Deshalb bin ich auf 25% vorne und Verzögerung 0. Ja? Dann haben wir hinten auf der Hinterachse, wo er leichter ist, habe ich eine größere Abweichung drin und auch in der Verzögerung darf er abweichen. Ja? Und ich habe die ganze Verteilung der Kraft mehr auf die Hinterachse gelegt. Das ist wiederum Geschmackssache. Das sorgt wieder ein bisschen mehr dafür, dass der Wagen ein bisschen mehr um die Kurven rumkommt. So, jetzt genug mit dem ganzen Gelaber hier. Ja, die wollen wir speichern. Wollen wir die Kiste jetzt endlich mal fahren? Fahren direkt zum nächsten Rennen und jo, fahren das dann gleich auch. Ich werde jetzt im Übrigen probieren, ein, zwei Rennen im Cockpit zu fahren und die anderen dann in der Außenperspektive. Erstmal müssen wir einen Weg einstellen, bevor wir hier losbrettern. Ich werde euch einmal das Rennen hier unten zeigen als Rundkurs und dann noch ein quasi Punkt-zu-Punkt-Rennen. Das Spiel hat, glaube ich, gerade leicht gehangen. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm im Video. So, da sind wir doch schon.
Ich denke, der Ritt wird jetzt lustig. Aber ich glaube, das ist das Rennen, das Rundstreckenrennen. Das werden wir jetzt gleich mal von außen fahren. So. Oh je, es war knapp. Aber es geht noch, es geht noch, es geht noch. Eieieiei. Nee. Nee, nee, nee. Da spulen wir doch nochmal zurück. Da war ich ein bisschen zu hart am Gas. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das müssen wir sanfter hinkriegen. Jo, da fährt der Kollege mir hier noch rein. Also vom Lenkverhalten könnte er noch etwas direkter sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber sonst bleibt er jetzt auf jeden Fall schön spurtreu. Wir sind schon auf dem zweiten Platz, Mensch. Nach den ersten paar Kurven. Den schnappen wir uns jetzt ja auch noch. Wir fahren drei Runden im Übrigen. Links. Jetzt sind wir auf Position 1, jawohl. Also, ich würde auf jeden Fall wirklich jedem empfehlen, der das Spiel auch spielt und diesen Motor einbauen will. Ich glaube, es ist egal, in welchem Fahrzeug man den einbaut. Man kann den Motor ja in mehreren Wagen einbauen. Fahrt das Ding bitte mit Allrad. Und nur so zur Info, der Wagen ist jetzt wirklich Stufe S2, das ist die höchste Klasse, die es im Spiel gibt. Also die zweithöchste. Die höchste, die zu Rennen zugelassen ist. Die nächsthöhere Klasse ist quasi X, aber dafür gibt es keine Rennen mehr. Das ist quasi nur was für online und da müssen wir zurückspulen. Das habe ich gehörig vergeigt. Man könnte jetzt quasi mit dem Wagen gegen die Hypercars antreten, die es hier im Spiel gibt, die Original S2 Autos. Oder in der McLaren P1 mit drin wäre oder der Bugatti Veyron zum Beispiel oder der was war's, Lamborghini Aventador, glaube ich auch. Also das wären jetzt Autos, mit denen man auch gegen das Auto antreten könnte im Online-Rennen. Mal gucken, ich werde vielleicht noch ein paar Online-Rennen zeigen, wenn wir mal sehen, wie ich mich so anstelle, wie die Videos so ankommen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den kleinen Burschen hier über die Piste jagen. Ja, und ihr seht selbst, in der ersten Runde sah es noch ein bisschen anders aus. Aber je mehr man auch das Auto fährt, desto mehr Gespür kriegt man dafür, desto mehr weiß man, was man dem Wagen zutrauen kann. Und das sind die Sachen, was ich meine beim Einstellen. Ein paar Sachen sind sehr wichtig, wirklich, wenn man ein Auto baut und merkt, man kann mit dem nicht umgehen. Es geht einfach nicht. Manchmal passiert sowas tatsächlich. Und dann muss man den einfach einstellen, ja. Aber wenn es dann so ist, dass er fahrbar ist, dann sind alles andere, sind dann einfach nur noch Geschmackssachen, wie sich der Wagen verhält. Hauptsache, er ist stabil, bleibt seiner Spur treu. Und ob der Hintern jetzt beim Einlenken in die Kurve mitkommt oder nicht, das sind alles nur Geschmackssachen. Das muss man halt einfach ein bisschen rumprobieren, ein bisschen ausprobieren. Aber zum Anfang würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn man selbst anfängt, Tunes zu machen, da sind wir auf Platz 1, fangt mit was Kleinem an. Probiert euch an einem B-Auto oder was und stellt den einfach ein und probiert aus, wie er sich verhält. Dafür braucht man wirklich Zeit, aber es lohnt sich. Wenn man das hingekriegt hat, das Endresultat ist dann wirklich gut. Okay, Jungs, das soll es erstmal gewesen sein. Ich denke, ich werde mit dem Wagen noch zwei Rennen zeigen, aber das kommt dann separat in einem anderen Video, weil das hier sonst zu lang wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Umbau hier von dem Wagen, der geile Sound und das erste Rennen. Ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Graf Zocke.